Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Update vom 23. August 2017. Heute ist ein spezieller Wettbewerb rausgekommen, und zwar ein Springwettbewerb für bestimmte Pferde, so wie das hier steht. Hier bekommt man sehr, sehr viele Rufpunkte, also Erfahrungspunkte fürs Pferd. Und ja. Außerdem ist der Tag der offenen Stalltür nicht bis diese Woche, sondern bis zum 30. August geöffnet. Und der Pferdemarkt ist in Fort Pinter aufgebaut worden. Dort könnt ihr dann wieder Pferde und sonstiges shoppen gehen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, und dann gehen wir schon mal zu diesem Menschen, deren Namen ich nicht so gut aussprechen kann. Hallo. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich jemals ein glücklicheres und hübscheres Pferd gesehen habe als deines. Wie heißt du? Mandy. Und wie heißt dein hübsches Pferd? Starjumper. Der ist aber freundlich. Ich muss sagen, es ist einfach schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Gadea und ich bin einer der Gründer der PVJ-Fokusrennen. Was? Du hast noch nicht von PVJ gehört? Pferde von Jorvik, es gibt nichts, was ich mehr liebe als Pferde. Wenn ich wiedergeboren werde, dann würde ich gerne als Wildpferd in der Gegend östlich von Fearguard zurückkommen. Die Pferde hier auf Jorvik sind etwas so Besonderes, dass ich fand, sie hätten mehr Aufmerksamkeit verdient. Also veranstalte ich für jede Rasse ein Rennen, damit sie in ihrer eigenen Kategorie gegen andere der gleichen Rasse antreten können. Wie? Also, wenn ich jetzt ein anderes Pferd holen würde, wäre das anders, oder nicht? Jedes Mal, wenn ich nach Jorvik komme, stelle ich eine andere Rasse in den Mittelpunkt des Rennens, das ich veranstalte. Also, wenn du mich in Jorvik siehst, komm her und frag mich, für welche Rasse ich in dieser Woche ein Fokusrennen veranstalte. Dann musst du einfach nur deine Freundin dazu holen und feststellen, wer das beste Rennpferd der jeweiligen Rasse hat. Okay. Oh, gut, Hannoveranerin. Mandy, es ist toll, dass du an einem der PVJ-Fokusrennen teilnehmen möchtest. Die Rasse, für die ich mich diese Woche entschieden habe, ist, Trommelwirbel bitte, der Hannoveraner. Also, bist du bereit, mit deinem Hannoveraner am Rennen teilzunehmen? Ja, 350? Wow, okay, das ist ja mal mega gut. Oh, wow, okay, das ist sehr eng. Oh, mein. Oh, mit einem Wassergraben. Oh, wie cool. Aber es ist ein bisschen schwierig. Man ist nicht unbedingt vorgewarnt, wo man lang muss. Ich denke, ja. Aber ich finde die Wassergraben mega cool. Aber es wäre natürlich schön, wenn die andersrum wären. Also, dass erst das Wasser kommt und dann. Oh Gott, das. Oh Gott. So. Oh Gott, ich bin so glücklich, dass ich meinen Hannoveraner mitgenommen habe. Aber es ist ja eigentlich blöd für die, die das nicht haben. So. Na, so schlecht fand ich das jetzt nicht unbedingt. Aber 350, das ist sehr, sehr viel. Wow. Gut gemacht, Manny. Und gut gemacht, Starjumper. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du deinen eigenen Rekord brechen oder gegen deine Freundinnen antreten willst. Bis später, einen schönen Tag. Oh, danke, gleichfalls. Würde ich das jetzt nochmal bekommen? Wow, okay. 350 bekommt man nicht immer. Wow, guck mal, die Anzeige. Das ist ganz schön voll geworden. So, dann mache ich es nochmal. Ich finde es echt sehr, sehr hübsch. Wie findet ihr das eigentlich? Also ich, naja, es ist, manche Sprünge sind relativ tief, eigentlich sind alle recht tief, also das da und der Graben da hinten, oder? Ja, der ist auch ein bisschen höher. So. Und jetzt hier rum. Ich finde das so schön. Und da. Und da. Dann haben wir schon mal einen Rekord gemacht. So, ist schon besser geworden. Jetzt bekommen wir wieder die 350. Uch. Ah, nein. So.
Also ich finde das Update gar nicht mal schlecht. Es ist zwar nicht unbedingt groß, aber dafür haben wir ja noch den Tag der offenen Stadttür. Und wir haben ja noch einiges zu tun. Beziehungsweise ihr und ich. Und ich finde sein Outfit sehr interessant. Und ich fände es auch interessant, was dann nächste Woche da ist. Weil er geht ja immer auf die bestimmte Pferderasse ein. Also könnte es sein, dass vielleicht mal ein Tötrennen kommt oder ich weiß nicht, vielleicht kommt noch mal Dressur. Ich habe in den Star Stable News schon einige Anzeichen für Dressur gefunden oder gesehen, dass ein Pferd zum Beispiel ein bisschen seitwärts gegangen ist. Und das wäre ja mal mega cool. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.